Ja, und der letzte Job lief ja Gott sei Dank ohne Verluste ab. Die Gaussäger haben den Job getan. Wir haben unser Bestes getan und sind jetzt direkt im nächsten Auftrag. Schwierigkeit Anfänger. Brownstone High School. Empfohlene Teamgröße ist diesmal 3, das passt zu uns, und geschlossen aufgrund unnatürlicher Todesfälle. Ist die isolierte Schule. Ist seit Jahrzehnten verlassen. Ein anderes Team ging vor kurzem in das Gebäude und scheiterte. Es liegt an Ihnen, den Job zu beenden. Begeben Sie sich so schnell es geht vor Ort und sammeln Beweise für das Geisterentfernungsteam. Wir haben mehr Infos für Sie nach Ihrer Ankunft, wie immer. Missionsgebiet ist Mittel und Gegenstände ist Sanity-Pillen, die wir nicht besitzen. Na prima, kann ich mir die leisten. Könnten wir aber noch schnell kaufen. Es gibt auf alle Fälle böses Ohren. Mir ist gerade eine schwarze Katze durch die Beine gehuscht. Kann man nicht kaufen. Geht aus der Level 5. Ja. Ja. Wir werden kläglich sterben. Die schwarze Katze ist aber gutmütig. Auf geht's. Oh, was haben wir jetzt eingelassen? Oh so. Mann, worauf haben wir uns hier eingelassen? Und immer das gleiche Bild. Schau dir mal bitte die Karte an. Ja, zu groß. Wir werden Das Gelbe sind Kameras. Ach du Scheiße. Okay, also wir hätten wahrscheinlich ein größeres Team bestellen müssen, wa? Warum muss ich sagen, doch 3 Leute. Was? Sie haben doch gesagt, 3 Leute. Also sind wir doch perfekt. Gott. Aber irgendwie gibt's keine zweite oder schält es gerade einfach nicht um? Passiert erst, wenn der Harledin die zweite Karte mitbringt. Ach so, okay. Ist da schon wieder, ne, wie die vorigen Aufnahmen? Ja, er ist halt einfach ein Schlafmütze. Naja, ich würde ja sagen, wir spielen eine Runde Scored. Aber ich habe keine Karten bei. Ich habe keine. Oh. Ewig nicht Scott gespielt. Eine Runde Mensch ärgert dich nicht. Ich denke, wir werden uns genug ärgern später. Ich kann ja mal die Karte anschauen, wir haben verdammt viele Räume, also wirklich verdammt viele Räume. Ich habe gar keine Ahnung, wir kommen von oben straight Norden rein, ne, die grüne Tür. Es gibt mehrere Eingangstüren, also wir können wahrscheinlich drumherum laufen. So, ich bin endlich da, sorry Leute, ich muss mir noch schnell an der Tankstelle einen Kaffee und auch ein paar Tabletten holen. Ja, wir haben das schon, das ist okay. Guck dir mal bitte die Karte an, Horle. Das hat man bei uns, glaube ich. Geister es sich handelt. Mandel, machen Sie ein Foto vom Geist, finden einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Hindert Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Daniel Schatz. Und die Karte ist noch. Ach du, holy fucking shit. 2 Etagen. Okay, heftig. Und die Stromversorgung ist einfach mal an der dümmsten Position, meiner Meinung nach. Mitten in dem Raum. Okay, dann. Vor allen Dingen völlig abgekapselt von allem. Ja. Okay. Also, wir brauchen das Thermometer, das würde ich mir gleich mal schnappen. Ja, ich nehme wieder auf jeden Fall den Sprecher und das andere Ding. Schlüssel habe ich schon eingestellt. Taschenlampe für jeden, bitte. Bitte? Hat jemand für euch eine Kamera gekauft? Hab ich. Ja. Ich hab ne zweite Kamera gekauft. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein Stativ mitgebracht. Okay. Ja, dann. Also, die Frage ist, Salz macht hier ja wenig Sinn. Oh,
könntest die... Könntest ja, ich hab eh kein... Ich nehme erstmal die Eistemperatur mit und ich würde sagen, ich nehme nochmal eine Kamera mit für Beweise sammeln am Anfang. Oh je. Wenn ich das, wenn ich die Räume schon angucke. Oh Gott, Harle, guck dir das an. Oh mein Gott. Ach du heilig. Kennt ihr das Spiel Dead by Daylight? Ich hab irgendwie gerade so... Ach Gott, da noch eine Sporthalle. Also... können wir noch ein paar Teammitglieder... Ne? Also, ich mein... Oder? Wir können ja gerne wieder gehen. Und fragen, ob noch 10 bis 20 andere Leute kommen. Ja, aber ihr wisst doch, Leute, wir haben den Arbeitsvertrag unterschrieben. Du kannst deine Miete nicht mehr bezahlen. Du brauchst eine neue Matratze. Ich brauche eine neue Jogginghose. Das hilft doch nichts. Ja. Also heftig, die Kameras auf jeden Fall. Ja, 15 Stück gibt's schon mal. Ja, dann 15 Kameras. Das sind ja deine zwei Kameras fast überflüssig. Ja, vor allem hab ich nur eine mit Stativ. Alter! Okay, Chat umschalten. Alter, okay, ist das heftig. Wollen wir hier reingehen? Wo geht der Brühe rein? Wo geht der Brühe rein? Okay, check. Hat jemand einen Schlüssel mitgenommen? Verbindung steht? Ja, warte, ich brauche mal einen Schlüssel, warte doch mal. Mach er schon. Okay. Boah, fuck. Ach du Heilig. Oh Gott. Wollen wir hier reingehen? Eigentlich nicht. Okay, dort du ist wolltest einen besseren Auftrag für mehr Geld. Du wolltest unbedingt einen größeren Auftrag. Ja, aber... Das kann was werden. Die haben wir in der Schule gesprochen. Allein wie groß der Raum ist! Ich denke, das ist der Sporthalle. Oh Gott! Soll ich... Ja, die ist auch Kamera überwacht, also macht es ja auch keinen Sinn, eine Kamera einzustellen. Ich hab mal im Flur Licht gemacht. Nice. Gut. Weil du gerade dabei warst. Wer zockt denn von euch so? Weil du gerade Dead by Daylight gesagt hast. Weißt du, was mich so ein bisschen... So ganz späte Jugendsünden. Es gab da eine Stadt. Und... Ja. Welche eine Stadt? Eine Stadt am Hügel. War sehr still. Silent Hill. Ah, okay. Ich dachte, die neblige Alter, diese Schulräume. Deswegen Silent Hill. Danke. Ja, stimmt. Denn Silent Hill gab es auch in Schule, das ist richtig. Ich weiß nicht. Ich baue die Kamera jetzt hier auf. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich sag so: Wenn der Pyramid Head kommt, bin ich raus. Dann sind wir sowieso alle tot. Dann brauchst du auch keinen Kruzifix mehr, wenn der kommt. Ich habe jetzt die Kamera aufgebaut. Ich weiß nicht, ob da hier drin was ist. Ich glaube... Ja, das ist aber auch nicht möglich. Ohne EMF-Reader... 17 Grad Celsius, alles noch normal. EMF-Reader hat noch nirgendwo angeschlagen. Ja, ich hab die ganze Zeit an. Ich müsste wahrscheinlich erstmal einen Raum suchen, wo ich entweder... Aber das kann man ja gar nicht mitkriegen. Achtet bitte auch auf Knochen. Ja. Ich denke, hier werden einige rumliegen in dem Riesengebäude. Geh hoch. Du bist mutig. Ich hätte heute, glaube ich, die Bohnensuppe nicht essen sollen. Ich habe das Gefühl, ich muss mal aufs Klo. Also es gibt einen ganz leichten Ausschlag. Würde ich hier lassen. Wie bitte, Harle? Aufs Klo gehen würde ich hier lassen. Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Ja, es gibt nur einen ganz leichten Ausschlag von 1. Permanent. Ist schon erstmal gut. Ich gehe mit hoch. Bist du im Wagen? Okay. Ja, ich bin im Wagen. Ich kannst du mir mal sagen, was die Aufgaben waren, bitte? Meine Kamera gecheckt. Foto vom Geist machen, einen Raum mit unter 10 Grad Celsius mit deinem Thermometer finden. Gott.
und den Geist mit dem Kruzifix dran hindern, uns heimzusuchen. Hat jemand eigentlich das Kruzifix eingepackt? Nein. Licht aus! Ich nicht. Licht aus! Okay, ist noch kein Ausschlag am EMF. Muss ja aber nichts heißen. Ich check bis in die Kameras durch. Bitte, ja. Ausschlag ist immer noch sehr gering. Ihr habt noch eine Minute. Okay, okay, Roger. Flander, ich geh mal dahinter. Okay. Check mal bitte einen Lichtschalter, ob generell das Licht aus. Mach ich. Kann ich nicht beurteilen. Wenn ich einen finde? Ja, hab einen. Ja, generell aus. Generell. Soll ich guiden, wo er... Du bist, ihr seid beide knapp am Generator, ihr müsst zurück, der gerade in die Tür rein ist, zurücklaufen. Nein, andere Richtung. Genau. Und dann ab jetzt die zweite Tür rechts. Okay, sehen wir. Dort rein, ja. Und direkt zu deiner Rechten. Hab ich, hab ich. Danke. Ich prüf Wasser. Noch 15 Sekunden. Fuck. Ich will eigentlich nicht auch drin sein, wenn es losgeht. Ja, dann gucken wir uns das von draußen an. Hier ist ein Knochen. Direkt vor dem Generator. Hab keine Kamera mit, oder? Ich komme. Oh, wir haben einen Kruzifix. Haben wir auch, aber keiner hat's eingesackt. Null. Ja. Ihr seid jetzt mittendrin. Ich hab die Kamera. Hier ist der Knochen. Ich check weiter, die Kamera ist noch Orb. Gut. Ich sehe euch. Die Tür rein, Flunder. Ich bin noch im Raum. Ich komme jetzt. Ach toll. Noch alles safe. Ja, der Ausschlag. Der Ausschlag ist lächerlich. Alles gut. Okay, das sind Waschbecken. Okay, safe. Das geht gar nicht. Ich kann echt nicht sagen, in welchem Raum ich schon war, Leute. Das ist einfach zu groß. Das sind vier Waschbecken. Ja, irgendeiner vom Waschbecken ist im Waschbecken noch einmal. Da war schon vorher der... Ja, da war ich. War allen fünf? Ja. Aber in einem Waschbecken ist kein Wasser drin. Hier sind in manchen Fenstern Lichter, in manchen Bereichen die Lichter an. Oh scheiße, okay. Du kannst direkt auf die Klos gehen, Boss. Abartig. Also, ich habe noch keinen Ausschlag im Gefrier. Ich habe noch keinen Ausschlag im EMF. Ne, du warst auf dem anderen Klo, Flunder. Du musst aber die Wasserhähne wieder zudrehen, sonst hören wir die ständig. Und am besten nicht alle aufdrehen, dass der Geist die Chance hat, eins aufzumachen. Ja, ich habe eins weggelassen. Vielleicht sogar nur eins benutzen pro Etage, ist vielleicht das Beste. Auch wenn sicherlich hier mehr vorhanden sind. Hier gibt's einige, ja. Okay. Ich mach keinen EMF-Ausschlag. Also in dem Raum, wo ich meine Kamera aufgestellt habe, ist tote Hose. Die Aktivität ist auch sehr gering. Hier wird's leicht kälter. Bin jetzt nicht so böse drum. Alter, was ist das für ein Raum? Ich werde noch meine Kamera rausholen, denke ich. Also, mach das mal. Also wir haben noch nicht die Position gefunden, wo die... Ja, wisst schon, wo sie getötet wurden. Das ist so groß! Das ist fucking riesig, oder? Das Licht in der Sporthalle ist angegangen. Unter so einer Kamera. Oder hat das Licht hier in der Sporthalle angemacht? Okay, ne, jetzt bin ich, alles gut, Gott sei Dank. Sporthalle habe ich das Licht angemacht, ja. Okay. Oh, hier ist hell, Gott sei Dank. Da sind auch nochmal Wasser immer. Ich höre Türen. Hat gerade jemand eine Tür geöffnet? Nein. Scheiße. Nicht nein. Bist du unten oder oben? Ich bin unten. Du bist unten, weil du hast die Sporthalle gesehen. Okay.
Alter, die Fluren sind so lang! Das Licht wurde ausgemacht. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Alter, irgendwas hat das Licht ausgemacht. Okay. Wir kommen runter. Sollen wir runterkommen? Nein. Ja, wir kommen runter. Nein, alles gut. Nein. Also es ist Strom ist auch da, es hat noch jemand das Licht ausgemacht. Aber es kann natürlich heißen, dass hier unten jemand ist. Ich weiß bloß gar nicht, wo es jetzt runtergeht, ehrlich gesagt. Ich höre auch, aber hier ist noch eine zu Tür. Ich höre auch ganze Zeit Türen unten auf und zugehen. Okay, wir kommen runter. Also ich vermute, die sind... Wir müssen hier in diesem Mittelgang, muss das hier irgendwo sein. Hier vorne. Ich hab's, ja. Ich vermute im Eingang, also vom Eingangsbereich aus links scheint Aktivität zu sein. Okay, hier ist auch ein Waschbecken. Hat doch jemand ein Waschbecken angehabt? Wir kommen zu dir. Hört ihr das? Ja. Rede mit uns. Ah ne, du hast den Sensor an, okay. Ich hab den Sensor an, ja. Wir haben halt noch keinen einzigen Raum gefunden, wo es sich lohnt, die Kamera aufzubauen. Ja, bis jetzt nicht. Wir verteilen uns am besten hier unten mal, weil wir waren jetzt oben, glaube ich, fast überall. Ja, mit meiner Ausrüstung will ich aber nicht unbedingt alleine rumlaufen. Ich folge irgendjemandem von euch. Okay. Das ist mir jetzt zu heiß. Hier drin ist auf jeden Fall eine Kamera gewesen, und ich habe kein Orb gesehen. Hört ihr es? Hier gehen ständig, hier hinten geht immer eine Tür auf und zu. Hier drüben ist irgendwie immer Türbewegung. Okay. Auf der anderen Seite. Okay. Also hier drüben höre ich ständig Türen auf und zu klicken. Dann gehen wir da hin. Alter, das ist dann riesig. Ich höre hier, glaube auch einen Wasserhahn. Okay. Haben wir einen Lichtschalter? Nein. Check hier erst. Alles kein klar. Lichtschalter, nein. Alles dumm, leider. Licht? Aber hört ihr das Wasser? Nein. Ihr hört's nicht? Das scheint hier hinter der Wand zu sein. Jetzt höre ich's auch. Jetzt habe ich auch eine Tür gehört. Okay, also wenn wir rauskommen, links. Ja, aber Vorsicht, da war auch gerade Türaktivität. Ja, da! Ja, ich seh nicht. Ja, ich seh nicht. Fuck. Alter, das sah aus wie ein nackter Jimmy Glitschki. Das sah aus wie ein Zombie. Ich glaube... Ich bin aber... Hallo? Rede mit uns. Hilfe! Hallo? Soll ich dort eine Kamera aufbauen? Was denkt ihr? Oh Gott! Ja, mach. Ich hab ihn voll drauf. Ich hab Kamera, also Kamera ist volle Kanne. Okay, das Licht ist wieder an. Ich hab ne... krasses Vieh. Alter, ich häng fest. Okay. Alter, ich muss erstmal ganz... Okay, Kamera ist an. Ich werde mal einen Truck noch gucken. Ich würde sagen, ich habe auch... Oh, die Sporthalle wurde ausgemacht. Rede mit uns. Okay. Hier ist fucking dunkel. Alter!
Ich höre mal noch dieses Waschbecken, das müssen wir checken. Ja. Hier gehen gerade ganz komische Geräusche. Ja. Ich schaue schnell in die Kamera. Ich glaube, der ist hinter uns her, so wie das klingt, ehrlich gesagt. Wir haben doch überhaupt keine Punkte. Überhaupt gar nichts. Und da er auftaucht, ist er eher aggressiv. Also Ausschlag sehr gering. Wir sind alle ziemlich niedrig von der Sanity her. Also rein Foto, ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es dürfte voll perfekt sein. Ja, wir haben auf jeden Fall, machen Sie ein Foto vom Geist und finden Raum unter 10 Grad Celsius, das haben wir erfüllt. Waren das unter 10 Grad Celsius? Ja. Ich habe das nicht mitbekommen, ehrlich. Okay Leute, ich muss mich mal ganz kurz beruhigen. Die Kamera scheint nichts an Orbs aufzunehmen. Okay. Also ich vermute auf jeden Fall, er wurde umgebracht in diesem Umkleideraum. Das könnte gut sein. Also wir können auf alle Fälle einschreiben, der Gefrierpunkt. Kruzifix? Um was soll ich mich kümmern? Okay, warte mal. Was soll ich einschreiben? Gefrierpunkt, ja? Gefrierpunkt. Ne, Gefrier unter 10 Grad heißt dann nicht Minus. Das heißt dann nicht automatisch, dass es Gefrierpunkt ist. Da müsst ihr aufpassen. Stimmt natürlich. Das stimmt. Okay, dann würde ich EMP mitnehmen. Ja, den hatte ich doch schon die ganze Zeit. Das hat nichts gebracht. Okay. Der ist null ausgeschlagen, selbst für den Geist neben dir stand nicht. Ja, und ich glaube, der Orb, wie gesagt, macht auch nichts. Also er ist kein Orb. Nein. Okay, also keine Kälte, kein EMP. Gerät ist aber vielleicht, auch vielleicht ja ein Buch. Ja, das EM. Oder das Salz vielleicht? Das EM müsste theoretisch mehr haben. Habt ihr es dort in den Raum probiert gehabt? Ja, ich bin dort rumgelaufen. Okay. Einmal mit EMF und einmal mit dem EMF hieß Sprachbox, genau. Aber beides hat nichts funktioniert. Okay, dann nehme ich jetzt mal das Buch mit und nehme mal trotzdem noch mal anstatt der Kamera, da wir ja ihn schon haben auf Kamera, das EMF mit. Vielleicht einer noch Salz, ich weiß es nicht. Einer von euch könnte aber trotzdem noch eine Kamera mitnehmen für das Waschbecken, das wir hören, weil wir müssen ja den Beweis filmen. Ja, dann kann man sich um die Kamera. Taschenlampe und das Hat jemand zu Faulicht? Handy für Geister. Hat jemand zu Faulicht? Genau. Nee, wieder umschalten, nicht vergessen, Leute. Übrigens, irgendeiner von euch hat sich eine gute Taschenlampe gekauft, rennt aber mit einer billigen rum. Oh, da habe ich es bestimmt aus Versehen. Aber ich habe eigentlich so eine große eingesammelt. Nee, die liegt, ja, da, hier unten steht noch, also hier unten liegt noch eine, ganz unten dort. Ah, die, okay. Ja, nice. So, also ich habe jetzt eine Kamera. Also Salz kann ich nicht mitnehmen, ich nehme die UV mit. Weil ich kann nicht Kamera. Kruzifix habe ich rausgeholt. Weil ich kann nicht Kamera und UV mitnehmen. Ne, das stimmt doch. Okay, von wo kommen wir jetzt? Kamera. Kamera und Salz meine ich. Nach links. Ja, mitnehmen. Ja. Genau, nach links. Richtig. Okay, das Licht fahr auf schon wieder. Muss ja in der Nähe sein, da ist in den Räumen. Ich höre Schritte. Ja, ich auch. So. Kein EMF. Da kommt von dir hin. Ich höre ihn! Ja. Ich höre ihn! Ja, da hinten ist er, da kommt auf uns zu, da kommt direkt auf uns zu. Licht aus. Ich habe das Kruzifix rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Kruzifix auf den Boden legen. Schreib ins Buch! Da hat die Tür abgeschlossen. Vorsicht, da hat die Tür abgeschlossen.
Schreib ins Buch. Da ist noch hier, da ist noch hier, Schirmer. Kein Nerv, Alter. Dann drauf gehen. Der hat zugemacht, der hat zugemacht, der hat zugemacht. Er hat zugeschlossen. Scheiße. Leute, ich krieg die Tür nicht auf. Die Tür ist wieder in Ordnung. Versehentlich ein Foto geschossen. Buch hat anscheinend aber auch nichts gebracht, außer wir schaffen es mit. Ja, ich denke, wir müssen es wirklich dorthin schaffen, wo er getötet wurde. Wir gehen in den Raum. Ja, wir gehen in den Raum, das klingt so angenehm. Links, nicht rechts. Okay. Da, wo immer noch das Waschbecken komische Geräusche macht. Das würde ich jetzt auch mal checken. Die Lampe, bei mir ist er irgendwo, bei mir ist er irgendwo. Ja, bei uns flankert es auch. Ja. Wartet mal auf mich bitte. Ich höre auch schon wieder Schritte. Ja, ich auch. Hier im Raum. Ich sehe uns sterben. Geräusche. Ich sehe uns. Ich sehe uns auch sterben. Okay, ich geh rein. Da soll ich nicht, dürfen nicht sterben. Ich gehe nicht zu dem, das will ich niemals. Also kannst du nur das Buch hinlegen, Licht haben wir ja jetzt an. Schritte. Geht zu 100% kein IMF. Hab ich ja gesagt. Das Licht flackert immer noch. Das Licht ist immer noch am Flackern. Jetzt ist es weg. Nee, kein Buch. Ja, viel Variation haben wir gar nicht mehr. Nee. Wo seid ihr? Ich bin hinterm Schul. So, das ist doch. Entschuldigung. Ich hab irgendwie immer das Talent bei der Videokamera ein Foto zu schießen. Ja, hab ich auch vorhin gemacht. Oh fuck, es flackert schon wieder. Da ist vor uns irgendwo. Ich glaube links in dem Zimmer drin. Ne, hier vorne rechts drin. Da kommt, ich höre Schritte. Da muss genau bei uns sein. Ja, er ist vor mir. Ich hab's gut fix hingeschmissen. Oh Gott! Oh fuck. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich bin noch in Ordnung. Ich hab mich geduckt, dann hat's nicht ausgemacht. Ich hab's kurz fix genau vor seine Füße geschmissen. Okay. Ich will ich nicht weiß auch mehr. Nicht, was gebraucht hat. Ich will auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin ruhig. Rede mit uns. Aber hier ist auch der Wasserhahn gewesen. Definitiv. Ja.
Ja, dann können wir ja gucken, ob das Wasser braun ist. Jetzt auf der anderen Seite. Uah! Hilfe! Oh Gott! Verpissen, Rückzug, ich verzieh mich, Rückzug, auf Wiedersehen. Scheiße. Ich glaube, das ist hinter mir. Flunderdrach hat's erwischt. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich konnte nichts mehr machen. Fuck, fuck, fuck. Der hat mir komplett ins Ohr gehaucht und dann hat er ihn neben mir weggemacht. Also wer von euch hat so geschrien, Alter? Ich bin... Oh, Alter, ich bin weit gestorben. Ich hab mir ein verdammt gutes Walkie-Talkie gekauft, das ist echt laut. Ich glaube, es waren wir beide. Alter. Er hat mir einfach nur ins... Er hat mir ins Ohr so wie von wegen... Hey, und dann ja, ist... Ja, das hab ich auch gehört, genau das hab ich auch gehört. Dann ist ich neben dachte, mir Flunder da gestorben. Okay, krass, halt. Es ist zu, es ist zu, es ist zu. Ich hasse Schule. Ich hasse Schule. Ich kann nur jetzt, wenn er kommt, schnell das Kruzifix hinschmeißen. Ich glaube, weitere Aktionen sind sinnlos. Wir müssen uns dafür hinbauen, oder fassen wir nicht mehr. Tür ist öffnen, aufmachbar. Ja, wir müssen noch die Sachen rausholen. Haben wir überhaupt bis jetzt irgendwas über den rausbekommen? Also es war einfach nee. Komplett auf 10, nee. Aber mit dem, finden Sie einen Raum oder 10 Grad, finden Sie ein Foto, okay. Aber hindert Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix, hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass du das behalten musst, du musst das nicht auf den Boden schmeißen. Ja, es gibt, du kannst Räume, also du kannst damit entweder dich selber schützen, ja. Dann kann er dich nicht, besitzen, also Besitz von dir ergreifen. Aber du kannst ihn auch in den Raum schmeißen und den Raum damit schützen. Lader ist meine Sanity bei 3%. Ja, meine 1%. Ist, meine ist jetzt 0. Auch nicht so viel höher. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ja, umso geringer die ist, umso leichter können die dich heimsuchen. Also bis dann... Ich kann nur das Kruzifix, vielleicht klappt der auch, wenn du es in der Hand hältst. Ich habe noch keine Erfahrung mit Kruzifix. Ja, so erfahrener Geistreiker bin ich noch nicht. Bin da auch noch nicht belesen. Unser Priester ist ja gerade draufgegangen. Tja, jetzt muss auch die Kamera ausholen. Was machen wir? Gehen wir no risk, no fun? Oh Gott. Wir brauchen unser Equipment. Ja, ich leg mal weg. Also Fingerabdrücke, es ging ja alles komplett schief. Das bringt ja nichts, das Ding. Ich würde nur die Kamera. Also, okay, ich nehme auch mal die billige Taschenlampe mit. Die gute vielleicht nicht unbedingt. Also okay. Nee, du kannst sie ja mitnehmen. Das kann ich dir versichern. Es ändert nichts. Gut. Okay, dann auf geht's. Fuck, ich will nicht mehr noch rein, Junge. Ich will nicht mehr noch rein. Du bist auf fucking 1%. 0%. Wir sind eigentlich schon so gut wie tot. Aber wo habe ich die Kamera hingeräumt? Die muss ja bis dort hinterlaufen. Oh Gott. Das weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Ja, das war hinten durch ein Fußballstadion und dann die erste. Fußballstadion, ja. Sag ich, durch einen Sportraum. Genau und dort, dann, wo war, ja. Ja, ich hab's gehört. Ja, nicht ganz dort hinten, aber durch den Fußball, dann links rein und die ersten Raum links, dort habe ich das Zeug drin stehen. Das ist ja bis hierhin schon gefolgt. So, ich wüsste, wie das mit dem Kruzifix geht. Ich kann es maximal ins Gesicht hauen. Halt's einfach in der Hand. Mach ich auch. Dann bist du wenigstens safe. Das weiß ich ja nicht, das hoffe ich einfach. Du kannst ich habe ja erst auf mich zugekommen und ich habe es ja vor die Füße geschmissen.
und da ist er quasi drüber gelaufen, also so richtig gebracht hat das nichts. Ja, ich vermute wirklich, dass es ein kleiner Raum sein, nur sein darf. Na, oder wenn er sich versucht anzugreifen und du hast es in der Hand, geht's nicht, ich denke mal so. Okay. Das ist halt zusätzlich, eh mal Raumschutz und eh mal Schutz, oder er darf vielleicht gar nicht in den Raum sein. Ja, okay, ich hab. Ich habe, wir können verschwinden. Ja. Gut. Geh raus. Auf Wiedersehen. Tschüss Geist, ich würde nicht behaupten, dass es schön warm ist hier. Ich muss übrigens gleich noch was ausprobieren. Wenn wir einen Truck sind und nicht losfahren, ich muss dann erst was ausprobieren. Ja. Bin einfach mal froh, wenn es vorbei ist. Flunder, ich hoffe, die Geistiger können dich retten. Ich hoffe, sie kriegen dich heil hier aus. Viele Tipps kann man ja wahrscheinlich nicht geben, wir müssen wahrscheinlich schätzen. Also es gab ja nichts, was angeschlagen hat. Ja, gar nichts, also übertrieben. Wir können nur durchlesen. Räucherstäbchen. Ja, damit vertreiben wir nur die Geister für. Also die können deine Beine nicht angreifen. Stimmt. Salz haben wir noch nicht versucht, das war das Einzige, was ich jetzt noch. Ja, Salz würde halt die Spuren erleichtern, ja. Aber er hat im Grunde nur einen gehandelt. Das ist schwierig zu sagen. Ich würde nicht behaupten, dass es ein Dämon ist, definitiv nicht. Nee, da werden wir, denke ich, schon alle platt. Ja. So, ich probiere jetzt mal kurz was. Mach mal. Ich lege erstmal das Kreuz ab. Ich habe mir das Gefühl, ich mache hier Dummfang. Okay. Okay, ich kann den Inventarblatt sparen. Ja, du kannst zusammen. Okay, ich sehe es gerade, ja. Wunderbar. Ja, musst du wissen, sowas, ne? Ja, das ist durch Zufall jetzt aufgefallen. Ja, da kann ich ein Inventarblatt sparen. Kann ich zwar trotzdem nur ein Stativ mitnehmen, aber zwei Kameras. Ja. Ja, wir was können jetzt mal einloggen. EMF hat nicht, kein Beweis. Wir können eigentlich nur einen Geist schätzen. Nein, da scheint nur auf Personen zu antworten, die allein sind. Leck mich doch. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Ja. Alter, dieses eine Foto vom Geist, ey, das sieht. Oh. Was, wir haben Fingerabdrücke fotografiert? Ich hab. Stimmt, der Geist sieht böse aus, Alter. Ich hab durch Zufall ein Foto gemacht und hab Fingerabdrücke fotografiert. Okay, ich seh. Ah ja, nee, ich seh keine. Nee, ich man sieht's nicht, aber. Fingerabdrücke, stimmt. Es steht oben drüber. Also kann man schon mal eins einblenden. Alles klar, also kann man Beweise abfotografieren, kriegt er noch was. Also ein Revenant, ein Banshee oder ein Poltergeist oder ein Gespenst oder ein Spirit, das ist zu viel. Naja, ist ja nicht mal so viel, ne? Ja. Banshee, gucken wir doch mal. Spirit könnte es auch sein. Geisterbox hat nicht funktioniert. Fingerabdrücke Hammer, ins Geisterbuch eingeschrieben hat er nicht. Also ist es schon mal kein Spirit. Eine Poltergeist. Poltergeist reagiert auf Geisterbox, war ja auch nicht. Nee, hat gar nicht reagiert. Zumindest, es kann sein, dass es irgendwie. Ja, wir haben halt wahrscheinlich den Raum nicht gefunden, nehme ich an. Bungie EMF Level 5 stimmt ja schon mal nicht. Das war ja zu 100% nicht. Ja, da war ja gar nichts, so. Ja. Was ist noch? Warte, du, ja, guck du mal die Geister an, ich sagte, welches sein können. Also Spirit hat sie geguckt, Gespenst. Gespenst macht Fingerabdrücke, Gefriertemperaturen und Geisterbox. Also eher nicht. Nee. Ein Poltergeist? Poltergeist macht Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorb. Also auch nicht. Ja, Geisterorb, also zumindest dort, wo ich es aufgestellt habe, war kein Geisterorb zu sehen. Na gut, aber wir waren ja in den Raum, wo er das erste Mal aufgetaucht ist, also denke ich mal. Dann Benji. Das war ja immer in dem Gang zu. Guten Moment, nur Bungie hat das. Benji. Ne, EMF Level 5 fällt raus. Dann haben wir nur noch einen Revenant. Und das könnte EMF sogar Level Sinn machen. Fingerabdrücke und Geisterbuch, also stimmt aber auch nicht. Tja, ja, aber da könnte am meisten Sinn machen, zumindest von seiner Art und Weise, wie er vorgegangen ist.
Genau, schwächelt, verstärkt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam, das war ja der Fall. Und Stärke wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Oh, das Geisterbuch haben wir ja nicht probieren können und das EMF. Vielleicht. Das haben wir ja gar nicht hingelegt. Ja, und das EMF haben wir vielleicht nicht im richtigen Moment benutzt. Also ich habe es aber eigentlich durchgängig angehabt. Ach so, na gut, das also habe ich glaube ich. Ich bin durch das ganze Gebäude gelaufen. Ich würde jetzt Reverend nehmen. Ja, also Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv. Also Kruzifix hast du gehabt, also Banshee kann es nicht sein. Weil du hast es ja zu verhindern. Ich soll ja das Kruzifix benutzen, um davon mehr abzuhalten. Dann muss das ja ein Geist sein, der da drauf anspringt. Das macht ja keinen Sinn. Oder? Nee, du kannst alle. Manche reagieren halt stärker als andere darauf. Ach so, okay. Zum Beispiel der mit dem Weihrauch, der gibt's halt einen, der lässt die 5 Minuten in Ruhe und also gespannt gesagt 5 Minuten in Ruhe und der andere lässt sich halt eine Viertelstunde in Ruhe oder so. Okay. Dementsprechend denke ich. Gut, also ich würde jetzt Reverend nehmen. Ja, ich gehe nochmal alles ab. Macht keinen Sinn. Ja. Fingerabdrücke habe ich halt gesehen, aber. Ich glaube kein. Geist glaube ich nicht. Also Gespenst meine ich. Wobei das sehr schnell bei uns immer war. Aber war aggressiver Geist. Ich denke auch ein Revenant. Ja, aber hat sich ja sonst langsam bewegt. Ja, ich denke auch wirklich ein Revenant. Ich würde dem beipflichten Revenant. Wir haben zwar absolut keine Ahnung. Wenn ja, wir haben auch keine Wahl. Was willst du machen? Nochmal reingehen können wir nicht. Unsere Sanity ist am Platz. Ja. Wenn wir das jetzt verkacken, kommt dann der Flunder nie wieder. Weil die zwei Bonus-Dinger kriegen wir auf jeden Fall. Genau, wir müssen jetzt. Wir hoffen. Ich check die Kameras ganz schnell nochmal ab, dass vielleicht noch ein Orb auftaucht, aber ich habe so meine Zweifel. Habe ich auch gerade geguckt, aber. Ach, hast schon nicht. Gut, dann definitiv nicht. Ich habe leider nichts gefunden. Also, was ist leider? Ich habe nichts gefunden. Ja, ich denke, wir würden sonst in der Sporthalle zum Beispiel Orbs fliegen sehen, ja. Aber. Ja. Ne, dann. Heimat. Komm zu uns zurück, Flobo. Welcome back. There's some jobs ready for you. Spirit, fast. Das Spirit wurde gar nicht angegeben, oder? Doch, doch. Das war den du als erstes ausgeschlossen hattest. Aber zum Glück haben sie... Das ist aber manchmal die Beweise ein bisschen... Naja. Ja, das war ja auch eher jetzt nur gefühlt geraten. Also Spirit war ja mit als ja. Mit Fingerabdrücke und so war da ja mit angegeben, aber... Mir... Vom Verhalten her hat er uns halt keinen Sinn gemacht und wir haben halt keine... Ach, die Geisterbox, da hat halt nicht funktioniert. Aber ich vermute einfach... Wir haben den Raum nicht gefunden. Den Raum, wo er getötet wurde. Das kann sein. Ja, das kann sein. Wie geht's dir, Flunder? Und wie geht's dir nach so einer Geisteraustreibung? Bin fertig. Sie haben es anscheinend geschafft, trotz dass wir nicht den richtigen Geist erraten haben. Aber sind halt auch Profis, ne? Die Ghostbusters sind nicht ohne. Also, Gott sei Dank. Ich war an den tiefsten Hellen gefangen. Das glaub ich. Ich bin auch währenddessen ihr euch unterhalten habt über die verschiedensten Sachen, habe ich philosophiert über die Ewigkeit und bin das Gebäude ein bisschen abgelaufen und habe gesagt, dass ich hier verweilen werde. Aber es hat nicht lange gedauert und ich wurde errettet. Kannst du mir sagen, was genau passiert ist? Sind wir auch sehr froh drüber. Hoffen wir, der nächste Job läuft besser, Leute. Also, ich würde sagen... Ich liefere erstmal ein. Ich würde gerne hören, was ihm jetzt genau widerfahren ist, weil ich habe einfach nur die Geräusche gehört. Mir hat irgendjemand in den Ohr geflüstert und du bist in mir drin gestanden und auf einmal. Ja, ich stand direkt neben dir. Der Spirit war in dir. In mir. Und ich habe mich zu dir gedreht, habe solche. Ja, ich gehört. Das habe ich auch gehört. Genauso. Das habe ich auch gehört. Und ich dachte, da ist ihn, also da er bei dir steht, bist du das Opfer und mit einem Schlag hatte ich die Hände um meinen Hals geschnürt und es war um mich geschehen.
Also ich habe nur irgendwas Wolf dich, ich hab mich und dann diese Geräusche gehört und dann auf einmal hast du nur noch übelst laut geschrien. Ich habe übelst laut geschrien und dann war alles vorbei. Ja. Im Übrigen, ich habe Panik einfach nicht gerockt und. Im Übrigen habt ihr es, glaube ich, diesmal richtig gemacht. Mit der Versicherung habt ihr meinen Leichnam fotografiert? Nein. Aber das ist im Eifer des Gefechts, vergisst man das irgendwie. Weil ich habe nämlich über $100 bekommen von der Versicherung. Ja, das sind deine Gegenstände. Ja. Hier ist er zu sehen. Ah, okay. Boah. Ja, ich habe ihn hier oben. Ich mach mal einen. Also ich finde zumindest mein letzter Akt, das Foto, ist mir sehr gut gelungen. Schon, ja. Welches? Ja, das, wo direkt drauf ist. Ach, das war von dir. Ach so, okay. Nee, ich wusste nicht, wer das Foto geschossen hat. Das könnte ein Foto aus irgendeinem Spiel sein. Das ist echt heftig. Also Szene typisch gut drauf. Wir gehen erstmal wieder gepflegt. Ein Trinken, dann ins Bett und hoffen, der nächste Auftrag wird nicht ganz so grausig. Ja, meine Seele hält nicht nochmal diese Pein durch. Ja, ist ein verdammt harter Job, Jungs. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns.